Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ihr seht schon, das Intro ist heute mal ohne Jan, denn Freddy und ich haben uns heute verabredet, um einfach mal Döner essen zu gehen. Denn du warst ja noch nie Döner essen und ich dachte, mich entführe ich dann mal in die Gelüste der Döner. In die Gelüste? Hä? Aber hier steht doch Tourette als Dönerverkäufer. Wen verarscht ihr, Mann? Was? Ich weiß auch nicht, was los ist. Wir gehen jetzt mal rein und genau, wünschen euch sehr viel Spaß. Oh, das ist der Poldi-Döner. Lukas, schau dir an dich, Bro. Wenn du das siehst, wahrscheinlich schaust du dir meine YouTube-Videos an, oder? Meine Insta-Stories, obwohl du mir folgt. Bei diesem Video, Freunde. Und bei Tims erstem Döner. Wie alt bist du? Ist das nicht normal? Wie alt bist du? Ist das, warum verurteilt mich jeder dafür? Ist das so? Bro, das ist nicht normal, Alter. Du sollst hier jetzt einen Döner reinfressen. Wie alt bist du? 21. Und noch kein Döner, Alter. Komm, wir gehen. Du kriegst jetzt einen Döner. Wir gehen da jetzt rein. Mir reicht's. Ja. Ja. Du musst jetzt einmal ein Döner. Ah lol, ah lol. Hi. In 5 Minuten zeigen, wie man einen Döner macht. Digga, wen sehe ich denn da? Wen sehe ich denn da? Ist das etwa... Bist du dummer Penner, der hat das gleiche Shirt an wie ich. Ist ein Kollege von mir hier. Der arbeitet mit Lukas zusammen, mit Poldi. Ja, erstmal die Döner, ne? Brot von mir. Aber okay. Erstmal die Handschuh. Erstmal Handschuh. Ja, danke. Pizza. Ha. Er versteht gar nicht, was abgeht. Na, ich serviere Katzenfleisch. Nein. Die Mitarbeiter wussten nichts von den Ticks. Oh. Cut, ne? Hier, das war's. Wir brauchen die erstmal schneiden. Ja. Wie hier. Rein. Mangal Döner ist actually pretty, pretty nice. So, als ich noch Fleisch gegessen habe, war das wirklich immer way to go. Und hier, das hier ist von Chris mit Lukas zusammen. Das ist Ice Cream United. Das Eis von Podolski. Auch sehr lecker. Habe ich tonnenweise von dem Kühlschrank, Digga. Kuss auf jeden Fall an Poldi und sein ganzes Team. Beide. Einmal alles. Scharf hoch? Ja, ja. Doppel muss zivibel, ne? Ja, ja. Und dann nochmal scharf? Ah, ich glaube, das reicht dann scharf. Wirklich, das Brot ist Baba, Digga, wirklich. Die haben auch geilen Gemüsedöner, so, also Gemüse gegrillt, einfach nur mit Käse drin. Auch saugeil, Mann, wirklich. Noch warme Hände. Katzenfleisch. Ah ja, das sah gar nicht so schwer aus. Ich denke, das schaffe ich ja auch. Doch, nein, mach das, ne? Okay. Das Geld gehört mir. Digga. So quasi, dass die das den anderen nicht gesagt haben, Alter. Dass die dem Dönermann nicht Bescheid gegeben haben, dem Mitarbeiter von Mangal, dass der Tourette hat, Alter, wie assi, Junge. Hast du verstanden, wie es geht? Ja, ich hab ja gut aufgepasst. Hey, Salat, alles komplett? Was? Ja. Ganz kurz, bitte. Ja. Ich bin jetzt dran. Ja. Na. Setz dich durch, Bro. Setz dich durch. So. Zu wenig Soße. Mach mal ein bisschen Soße, Sasuke. Mach mal ein bisschen Soße, bitte. Klar. Rauf. Dankeschön, sehr nett. Da, cool. Gerne. Großer Stress immer da, Digga. Da ist so viel los immer, wirklich. Das ist insane. Mit Kraut und Rüben. Ja. Wo ist denn hier die Zange? Jan braucht so 3 Stunden für einen Döner, Digga. Bis dahin ist das kalt geworden, Alter. Ich sehe erst das Fleisch, oder? Ja. Oh, das hat jetzt gar Mr. Morbeck, so danke für deinen Sub und Kuss. Lecker, Happy Birthday. Das Dankeschön, ist Katzenfleisch. Ha! Ja. Jan, was hast du denn hier? Hi. Ja, ich hab... Okay, ja, ist auch gut, ne? Ja, ich hab noch so einen Nebenberuf zu YouTube. Die Gastronomie mag ich ganz gerne. Achso. Das ist eine reale Situation. Du machst unseren Döner fest. Genau, was kann ich denn für euch tun? Ich würde einen Döner nehmen. Davon hast du ja schon so viele gegessen. Junge, Alter. Okay, dann mach ich das mal. Ja, das habe ich gerade eben gelernt. Also man merkt, der macht es schon länger. Ja, bestimmt schon so 5 Minuten. Der denkt sich auch die ganze Zeit, bro, what the fuck, was macht der hier? Okay, Freddy, was willst du denn für eine Soße haben? Oder welche Soßen? Cocktailsoße, also die genau. Ja. Und ein bisschen scharf. Alles? Oh, ich habe jetzt so Bock, ich glaube, ich bestelle mir gleich was Türkisches, Real Rap. Immer alles. Mit Katzenfleisch. Auch da? Ja, hier sind tote Katzen. Und was willst du für ein Fleisch haben? Hähnchenfleisch gerne. Ich glaube, das ganz ehrlich, also in meinen Augen ehrenlos, wer Hähnchendöner ist. Tut mir leid. Bei der Mitte.
Kalbdöner damals beste gewesen, ich schwör's, Digga. Auf Döner, Döner ist das Einzige, wo ich als Vegetarier immer richtig Bock drauf habe, ne? Kann ich mich auch nicht verschließen, safe werde ich mir irgendwann nochmal einen Döner ziehen, wenn ich richtig, richtig besoffen bin, Alter. Also ganz ehrlich, da bin ich einfach ein Spaß. Soll ich schneiden? Ach, wie beim letzten Menschenopferritual. Ja. Okay, jetzt gebe ich mir Mühe. Ja, am besten da, Bro, wo noch nicht gekocht ist, weißt du? Karneval war es zum Beispiel richtig schwierig. Da hatte ich richtig Bock auf einen Döner. Da musste ich so einen Veggie-Burger essen, Junge. War ich ein bisschen neidisch auf die anderen, ne? Habe ich mich durchgesetzt. Habe ich es mir selber verboten. Da muss ich es mir wirklich verbieten. Ah ja, okay. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren Vegetarier. Sieht ja sehr lecker aus, dankeschön. Sehr gerne. Fetter Freddy Arsch, Alter, sei mal nett zu dem neuen Mitarbeiter. Was bekommen Sie dafür? Bro, what the fuck? 8,50. Genau, du sagst es. Der Kunde bestimmt den Preis hier, das finde ich ja toll. Würden keine Tiere für Fleisch sterben, würdest du Fleisch essen? Safe. Aber brauchst. Wären die Umwelteinflüsse nicht so stark? Safe. Du nicht noch einen Döner? Ja, ich brauche auch noch einen. Ach, du willst auch dann mache ich dir auch noch einen. Mit diesem Messer geschnitten, wenn es geht. Okay, ja klar, ich bin ja jetzt schon Meister darin. Richtiger Hurensohn, dieser Tim. Fällt dir das schwer mit dem Tourette-Syndrom, das Schneiden und so? Nee, damit nicht. Ich habe irgendwie, das sieht so einfach aus, aber wenn ich da so dran schneide, da kommt, wenn ich das mache, so in erster Linie so Fett runter. Ich glaube, ich muss das Ding anders in der Hand halten. Ja, der Winkel ist richtig. Nichts, was dir irgendwie schwerer du kleines Arschloch. Nee, oder sonst nicht. Mehr konzentrieren musst wegen dem Tourette-Syndrom. Also konzentrieren die ganze Zeit, aber sonst eigentlich finde ich es jetzt nicht sehr kompliziert. Was könnte sein, wenn du dich nicht konzentrierst? Dass ich dann halt den Kunden nicht zuhöre und irgendwas drauf mache. Ja, gut. So, ja, gut. Nicht, dass du jetzt irgendwie hier mit Salat oder so um dich wirst. Gut, dass du das nicht gesagt hast. Nee, Inselfleisch gar nicht. Ja, Digga, geht doch. Ach, ich muss sagen, so, ich hab's mir schwieriger vorgestellt mit dem Sattelbeimesser. Findest du es einfacher oder schwerer als mit dem elektrischen Ding? Ich bin etwas einfacher. What the fuck, macht gar keinen Sinn. Ich kenne das von Menschenopfer. Das sollte als Übung reichen. Wie geht die Kasse auf? Ich brauche das. Ja. Ja, das stimmt. Ich hätte gerne auch einen Döner mit Cocktailsoße. Ja, im Moment. Schnell, die Prominenz wartet. Der nächste bitte. Hallo. Ja. Ein Pommdöner. Zwei Pommdöner. Okay. Er ist komplett verwirrt, der Arme. Der ist so überfordert, Mann. Hä? Die Kasse öffnen. Das erstmal so? Ja. Katze. Erstmal drücken. Fertig. Pommdöner. So, einmal drücken. Ach hier. Ja. Das war. 11 Euro bitte. Okay. Na, sehr gut, ne? Ja. Was willst du für ein Fleisch haben? Was gibt's denn? Willst du kein Gemüse? Doch. Ja, aber dann welches denn? Hähnchenfleisch nehme ich. Okay, das war das hier, ne? Ja. Ach so, ach ja, das habe ich ja gerade schon so gemacht. Zwiebeln und... Welche Zwiebeln? Die weißen? Ja. Keine weißen Zwiebeln, nur rote Zwiebeln. Die weißen. Ach, das ist das Krautsalat. Ach so, dann, ich dachte gerade schon, ja, dann diese Zwiebeln. Herr Penta, Bro, danke schön. Lost, das Weiße ist keine Zwiebeln, das ist Krautsalat, Digga. Unge ist sauer, nachvollziehbar wäre ich auch, wenn ich Unge wäre. Dann arbeitet keiner mehr. Und dann weiß es Zwiebel. Noch mehr Katze. So. Für dich extra reingerotzt. Oh. Ja, Miguel. Dankeschön. Sehr gerne. Sehr lecker. Mit Liebe gemacht. Ja. Welches, gibt es irgendwie einen Unterschied zwischen den beiden Messern? Triggert sich zum Beispiel das größere Messer? Das elektrische macht mehr Spaß in deinem Gesicht. Nachvollziehbar. Winnie Boy, alles gut, hat's dir gegeben? Nee, eigentlich nicht. So. Gut, sauber gut. Auch, ne? Bitte? Sauber auch. Nicht sauber. Das so. Ist sehr gut. Ja, so. Muss. Corona. Ja. Yeah. Genau deswegen. Katzenfleisch.
Na. Gibt's hier auch Salz? Findest du, dass es hier eine größere Trigger-Situation für dich ist als zu Hause in der Küche? Also wenn wir kochen? Weniger gefühlt, gar ne? Nicht. Ja, meine ich eben auch. Sehr konzentriert. Ich muss jetzt zugeben, dass ich bei uns manchmal nicht so konzentriert bin. Triggert dich das eigentlich immer mit dem Fleisch? Das kannst du gleich sagen. Ja. Deswegen würde ich es doch nicht sagen, du Idiot. Na? Tim, wirklich, du stellst extrem schlechte Fragen. Ja. Wirklich sehr, sehr dumme Fragen. Perfekt, Bobby. Perfekt? Dann freue ich mal. Der Hitler. Na? Ja, Mann, du sagst. Ja. Genau. Und wie findest du, habe ich mich geschlagen? War's gut? Alles gut. Gleich mal geil reingefressen. Bombe! Ja, genau. Alles Bombe, ja, Mann. Also würdest du mich theoretisch jetzt schon einstellen? Ja. Ja, war ganz cool. Nach 4 Jahren das erste Mal, dass ich noch mal in einem Restaurant gearbeitet habe, also richtig gearbeitet habe. Du hast schon mal in einem Restaurant gearbeitet? Ja, in Boy bei Meckes. Ach, lol. Das Restaurant, ja, sagt ja, es war ganz cool, ja, das noch mal so zu machen. Freddy könnte kurz ein bisschen ruhiger sein. Halt die Fresse, Freddy! Gab es irgendwelche Probleme wegen deinem Tourette-Syndrom? Nein, aber wegen deinem Gesicht. Ja, die gibt's immer. Ja, das ist halt schwierig. Und natürlich auch ganz lieben Dank an Magal Döner in Köln, dass wir hier drehen durften. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Gerne. Ich bin hyped, ich bin sehr gespannt. Katzengulasch. Bin mal gespannt, was er zu dem Döner sagt, weil der ist wirklich gut, Mann. Sieht so gut aus. Oder? Ja, ja, es sieht mega aus. Ich möchte nur im Nachhinein mir noch eine Beschwerde kurz einreichen, Jan. Warum? Das ist kein Hähnchenfleisch. Das ist Hähnchenfleisch, stell dich nicht so an. Dann drück, mach ich, ja, mach ich die Augen zu und mach durch. Sehr stark, Digga. Dann schauen wir doch später mal nochmal bei Sturmwaffel rein, vielleicht morgen, wie dann der Döner geschmeckt hat, oder?